Hallo, vielen lieben Dank erstmal an den Frankfurter Arbeitskreis für politische Theorie und Philosophie fürs Organisieren und Koordinieren dieser Aktion, die ich vor allem wegen ihrer solidarischen Ausrichtung sehr wichtig finde, aber auch wegen des Öffnens eines vielstimmigen Gesprächs, das zum kollektiven Nachdenken über diese Krise anregen kann. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich dabei sein darf und auch daran mitwirken darf. Ich will nicht versuchen, Erklärungen zu liefern, sondern Überlegungen anzustellen in diesen Zeiten der großen Verunsicherung, der Unsicherheit, der Zerbrechlichkeit, die natürlich auch Ängste, Sorgen und Trauer hervorrufen und produzieren. Ich selbst hab mehrmals täglich das Gefühl, dass sich mein Brustkorb zuschnürt, wenn ich mir die Informationen zum Anstieg der Infektionszahlen, der Letalitätsraten ansehe, wenn ich von der totalen Erschöpfung und Verzweiflung von Krankenhauspersonal in Italien, Frankreich oder auch zunehmend der USA höre, wenn ich daran denke, wie viele Menschen ihre Jobs verlieren werden oder auch schon verloren haben. Oder auch wenn ich mit Familie im Süden der USA spreche, von denen gerade mal ein Viertel krankenversichert sind und manche auch im Gefängnis eingesperrt. Oder wenn ich mit KollegInnen, AktivistInnen, FreundInnen spreche, für die diese Krise keineswegs Entschleunigung bedeutet, sondern die Neuordnung ihres Alltags und eine neue Dimension von Care-Arbeit. Ich möchte im Folgenden Überlegungen zu einigen Tendenzen in dieser Krise anstellen, die sich meines Erachtens mit Konzepten und Perspektiven aus dem schwarzen Feminismus ins Gespräch bringen und auch für theoretische sowie politisch-solidarische Ansätze mobilisieren lassen. Und der Titel dieses kurzen Inputs ist When I Can't Breathe Becomes Pandemic, Why Black Feminism Matters Now. Beginnen möchte ich mit einer kurzen Schilderung des Falles um Kayla Williams. Kayla Williams ist letzten Samstag vor einer Woche, also am 21. März, in der gemeinsamen Wohnung von ihr und ihrem Partner in Peckham, London, mit hohem Fieber, starkem Reizhusten, Brust- und Magenschmerzen, wahrscheinlich durch die Covid-19-Erkrankung gestorben. Ihr Partner Fabian Williams hatte am Tag zuvor bereits den Notdienst informiert. Kayla Williams konnte nach den Angaben von ihm bereits zur Zeit kaum mehr atmen, hatte hohes Fieber und starken Reizhusten. Der Notdienst machte dann den Angaben des Partners zufolge ein paar Tests, informierte die beiden dann aber darüber, dass das Krankenhaus Kayla Williams nicht aufnehmen würde, da sie kein Prioritätsfall sei. Am nächsten Tag verschlechterte sich ihr Zustand weiter und Kayla Williams starb in dem Zimmer in der gemeinsamen Wohnung und ihr Partner und die drei Kinder sind seitdem in Quarantäne. Der Fall um Kayla Williams, in dem laut dem Guardian weiter investigiert wird, verweist auf die rassifizierten, vergeschlechtlichten und klassenbasierten Dimensionen der Triage. Triage bedeutet bei knappen medizinischen Ressourcen, Entscheidungen darüber zu treffen, wer überhaupt medizinische Hilfe erhält und wer nicht. Und bei tödlichen Erkrankungen wie Covid-19 bedeutet das oft den Tod der Patientinnen, für die es beispielsweise keine Beatmungsgeräte gibt. Die Triage hat vor allem mit Bezug auf die Situation in Norditalien global für Erschütterung gesorgt. Und hier ging es besonders um die Selektion von älteren Menschen und/oder Menschen mit Vorerkrankungen. Kayla Williams Fall zeigt uns jetzt aber, dass, und es gibt bereits weitere Fälle wie den von Kayla Williams, besonders aus dem Bundesstaat New York, die uns zeigen, dass mehrfach marginalisierte Menschen es häufiger als andere wahrscheinlich gar nicht in die Krankenhäuser schaffen werden. Das heißt, ihr Fall lässt uns noch mal anders über Triage nachdenken, nämlich die Triage, die gar nicht im Krankenhaus passiert, sondern eine Form ich habe es eine racial gendered Triage genannt, die auch natürlich außerhalb des Krankenhauses wirken wird.
Die Corona-Pandemie, die ja mit multiplen Krisen einhergeht, betrifft uns zwar alle, sie wird uns aber nicht alle gleich treffen, sondern sie verstärkt bereits bestehende Differenzen und Ungleichheiten. Die Analyse der Wirkweisen und Verschränkungen solcher Ungleichheiten ist Gegenstand und Ausgangspunkt schwarzfeministischer Theoriebildung. Und diese war nie einfach nur abstrakte Theoriebildung, sondern kann einer ganz historisch weit zurückreichenden und transnational verzweigten Genealogie des Widerstands gegen kolonialen Kapitalismus, Versklavung, Rassismus sowie den vergeschlechtlichten Implikationen von diesen Macht-, Herrschafts- und Unterdrückungsformationen zugerechnet werden. Das Theoretisieren dieser verschränkten Erfahrungen, der Dehumanisierung, des Ausschlusses aus den Kategorien der Lebenswertigkeit und Würdigkeit und der strukturellen, politischen und repräsentationalen Gewalt geschieht hier außerdem vor allem aus der Perspektive derer, die diese Unterdrückung am stärksten erfahren. Schwarze Frauen, und hiermit meine ich natürlich auch schwarze Transfrauen, schwarze Queere und nicht-binäre Personen. Solch eine Kritik von den Rändern her stellt einen der wichtigsten Ausgangs- und Bezugspunkte schwarzer feministischer Kritik dar. Und diese lässt sich jetzt nicht auf ein bestimmtes Gründungsmoment, eine bestimmte Disziplin oder einen bestimmten Ort festlegen. Vielmehr handelt es sich hier um eine transdisziplinäre, transnationale, multidirektionale Formation, die sich von den Rändern der dominanten politischen und wissenschaftlichen Diskurse als auch von den Rändern ihrer Gegendiskurse artikuliert und gelebte Erfahrungen und alternative Wissensbestände als Ausgangspunkte einer kritischen Gesellschaftstheorie ernst nimmt. Zentral sind hierbei die Analyse und die Kritik des verschränkten Verhältnisses von materieller Erfahrung, gesellschaftlicher Reproduktion, Macht und Wissensformation. Und ich kann hier jetzt leider nicht aus Zeitgründen auf die ganz vielseitigen und multiplen wichtigen Interventionen und Theoriebestände schwarzer Feministinnen eingehen, wie sie von der abolitionistischen Wanderpredigerin Sojourner Truth oder auch der Abolitionistin Harriet Tubman, den schwarzfeministischen Marxistinnen Claudia Jones, Angela Davis, aber auch schwarzfeministischen Philosophinnen wie Sylvia Winter, aber auch dem aktivistischen Combahee River Collective formuliert wurden. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig zu sagen, dass schwarzfeministische Theoriebildung im steten Austausch und Dialog und ganz wesentlich auch geprägt wird durch schwarzfeministische aktivistische Kämpfe, die natürlich auch in LGBTIQ-Bewegungen gewirkt haben, diese geprägt haben und sich natürlich auch transnational artikulieren, wie wir zum Beispiel an der Arbeit der Brixton Black Women's Group in England, den Strange Fruits in den Niederlanden oder auch in Deutschland auf Grundlage der Arbeit von ADEFRA und vielen anderen schwarzfeministischen Kollektiven sehen. Und so sehr die sich auch unterscheiden in Ausrichtungen, denke ich, dass es wichtig ist, einen ganz wesentlichen Punkt der Gemeinsamkeit hervorzuheben, und das ist die multiple Kritik an verschränkten Unterdrückungs- und Ausbeutungsverhältnissen, die oft selbst in progressiven Bewegungen reproduziert werden. Und diese Haltung und dieses Prinzip der Kritik scheint mir gegenwärtig extrem wichtig, da sich ja viele kritische Stimmen einig sind, dass ganz viel auf dem Spiel steht, dass wir Position beziehen müssen, aber unter anderem auch wegen der Schnelle der Veränderungen und der kollektiven Verunsicherung noch weitestgehend unklar scheint, wie diese Positionen aussehen sollen und welche Anliegen und Subjekte darin eine Rolle spielen müssen. Und hier ist natürlich auch wieder hilfreich, oder sicherlich einmal wieder hilfreich, der von Kimberly Crenshaw geprägte Begriff der Intersektionalität. Und Crenshaw hat
diesen im Zusammenhang einer Kritik am Antidiskriminierungsgesetz in den USA entwickelt. Und sie hat dabei aufgezeigt, wie unterschiedliche Diskriminierungen zusammenwirken und oft auch ganz eigene Konstellationen und neue Konstellationen, Diskriminierungskonstellationen hervorbringen. Und Intersektionalität versucht dabei, soziale Kategorien in ihren Verschränkungen und Wechselbeziehungen zu analysieren und die unterschiedlichen Ebenen, auf denen Machtverhältnisse operieren, also gesellschaftliche Strukturen, Institutionen, soziale Praktiken und Subjektformationen, miteinander in Beziehung zu setzen. Und als analytische Perspektive schärft Intersektionalität auch in der Corona-Krise unseren Blick dafür, dass das Virus, das auch über nationale und soziale Grenzen hinweg von Mensch zu Mensch übertragbar ist, uns nicht gleicher macht, sondern historisch bestehende gesellschaftliche und globale Ungleichheiten verstärkt. Intersektionalität ermöglicht somit die Zuspitzung der Krisen und Verstärkung der Unterdrückung durch die Corona-Krise sichtbarer zu machen. So sind seit Beginn der Krise rassistische Angriffe auf Menschen, die als asiatisch wahrgenommen werden, sehr stark angestiegen. Stay at home und Wash your hands Aufrufe können nicht von allen gleich umgesetzt werden, so wichtig Infektionsschutz und Maßnahmen zum Schutz unserer Gesundheit auch sind. Wohnungslose Menschen, Menschen, die von häuslicher und sexueller Gewalt betroffen sind oder Menschen, die an psychischen Erkrankungen leiden, geflüchtete Personen in Lagern und Camps, die können nicht einfach zu Hause bleiben. Manche haben kein Zuhause, erfahren in ihrem Zuhause unterschiedliche Formen oder auch verschränkte Formen der Gewalt oder sind praktisch konzentriert in etwas, was kein Zuhause ist, sondern irgendwie eher einer gefängnisartigen Situation gleicht. Gerade wenn wir an Lager denken, aber natürlich auch, wenn wir an unterschiedliche Haftbedingungen denken. Die Verschärfung von Kontrollmechanismen, Ausgangssperren und die Beschneidung von Grund- und Bürgerrechten verstärken bereits bestehende Politiken der Einschließung, wie wir das an den Massenquarantänen in Lagern sehen, und des Polizierens, wie wir das an der Anhäufung von Racial Profiling, gerade unter den Kontrollmechanismen, die mit den derzeitigen Ausgangssperren zusammenhängen, sehen. Und dies hat dann natürlich auch wieder was mit der Produktion von frühzeitigen Toten von rassifizierten und geflüchteten Menschen zu tun. Das heißt, Intersektionalität als Perspektive ist meines Erachtens grundlegend, um überhaupt die unterschiedlichen Auswirkungen der Corona-Krise, die natürlich nicht abgelöst ist von den vorherigen Krisen, sondern eher auch, also mit dieser auch ganz, ja, man könnte sagen, intersektional verflochten ist, um diese Auswirkungen und Verschränkungen in den Blick zu bekommen. Ich möchte aber noch auf ein weiteres Konzept des schwarzen Feminismus eingehen, das meines Erachtens auch sehr relevant erscheint in Anbetracht der Corona-Krise, das auch zum Weiterdenken einlädt und sich auf die Frage der Solidarität bezieht. Abolitionismus, also einer radikalen Demokratietheorie, die sich der Kritik kolonialer und vergeschlechtlichter Kontinuitäten und den Kontinuitäten der Versklavung zuwendet, wie sie sich durch Strafregime, aber auch in den ausschließenden und rassifizierten Mechanismen des Wohlfahrtsstaates sowie der Grenzregime zeigen und transformative Formen des gesellschaftlichen Inbeziehungsseins konzeptualisiert und erprobt. Schwarze Feministinnen und Feministinnen of Color haben auf der Grundlage ihrer Erfahrungen, die an den Schnittstellen unterschiedlicher staatlicher und interpersoneller Gewaltformen positioniert sind, eine grundlegende Kapitalismus-, Demokratie- und Strafkritik entwickelt und auch radikale Alternativen
zu Form staatlicher Bestrafung und Kontrolle erprobt, die auch zugleich feministische Konzepte von Fürsorge und Care intersektional und abolitionistisch wenden. Und gerade hier spielen auch Konzepte von Global Health Justice, also dem globalen Recht auf Gesundheit und eine Kritik am medizinischen intersektionalen Rassismus, wie Kayla Williams ihn höchstwahrscheinlich erfahren musste, eine grundlegende Rolle. Dass Kayla Williams in einem Zustand, in dem sie nicht mehr atmen konnte, nicht als Priority Case gesehen wurde, ist auch eine historische Fortsetzung der Einschreibung von Hyperstärke in den schwarzen vergeschlechtlichten Körper, auch im Wohlfahrtsstaat. Die Not dieses Körpers wird in den dominanten Anerkennungsökonomien aufgrund von intersektionalen rassistischen Logiken nicht intelligibel. Medizinisch-intersektionaler Rassismus hat auch schon vor der Corona-Krise mehrfach marginalisierte Menschen frühzeitigen Toden ausgesetzt. In der Krise jetzt müssen wir davon ausgehen und sehen teilweise auch schon, wie sich diese Tendenz des Sterbenlassens fortsetzt und verstärkt. I can't breathe ist ein Ausdruck, den viele wahrscheinlich kennen, durch die Ermordung von Eric Garner am 17. Juli 2014 durch die New Yorker Polizei. Das waren seine letzten Worte. I can't breathe ist aber auch eine metaphorische und materielle Metapher, die auf Wissens- und Erfahrungsbestände zurückgeht, die ein ganz grundlegender Teil schwarzer Wissensarchive ist. Also Frantz Fanon hat schon von I Can't Breathe als epistemologischer Kategorie gesprochen. Wir sehen auch nicht nur bei Eric Garner, sondern I Can't Breathe ist ja auch zu einem ganz, ganz wichtigen Mobilisierungsslogan für Black Lives Matter, die Black Lives Matter-Bewegung in den USA geworden und dann auch in ihrer transnationalen Dimension, das heißt auch in Bezug auf die überbordende Polizeigewalt gegen schwarze Menschen in Teilen von Europa, aber auch Südamerika, in afrikanischen Ländern etc. Und I Can't Breathe als Erfahrung der Verunmöglichung von Atmen, die im Rahmen dieser Krise pandemisch wird, zieht sich eigentlich durch die historischen und gelebten Wissensarchive von schwarzen und auch anderen rassifizierten, deprivilegierten Menschen. Und zudem verweist die Verunmöglichung von Atmen als eine epistemologische Bedingung in den Analysen des schwarzen Feminismus auf die Intersektionalität von frühzeitigen Toten durch Nicht-Atmen-Können in und durch das Gesundheitssystem, durch überproportionale Armut, die Entwertung der Sorgearbeit, mangelnden Zugang zu Bildung, Risiken durch Wohnungslosigkeit, überbordende Polizeigewalt und Versicherheitlichung, nekropolitische Grenzregime im schwarzen Mittelmeer, also das heißt das systematische Sterben lassen, denn auch Ertrinkungstod ist ein Tod, in dem sich die Lungen mit Wasser füllen, der Verunmöglichung von Atmen, Lager- und Abschieberegime und Umweltrassismus. Also praktisch Form von toxischer Gewalt. Dieses Krisengeschehen, in dem wir uns gerade befinden, durch das I Can't Breathe als Erfahrung pandemisch wird, das uns alle trifft, aber eben nicht gleichermaßen, öffnet Raum für neue Aushandlungen, um eine Intersektionalität der Kämpfe als Möglichkeit, von der wir auch in Zeiten der physischen Distanz lernen können, die wir zugleich als Ausgangspunkt nehmen und hinter die wir nicht wieder zurückfallen sollten. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, das Ganze am Sonntag zu sehen und auf die Diskussion und please spendet, 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 aber auch
bleibt im Gespräch, passt auf euch auf. Lasst uns versuchen, über solidarische Nachbarschaftsnetzwerke, die natürlich sehr, sehr wichtig, hinauszugehen und von unterschiedlichen, auch historischen Formen der Intersektionalität, der Kämpfe zu lernen für eine Welt, in der wir alle atmen können.